Wie kann man mehrere Pressedatenbanken in einem Schritt recherchieren? Das heute das Thema in der Welt der Datenbanken. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Clemens, Information Professional von infobroker.de. Und heute sprechen wir über das Thema Recherche in Pressedatenbanken. Ja, ich weiß, das hatten wir schon mal, aber heute wird es richtig spannend. Wir packen ein aktuelles Thema an, nämlich die Haftungsfrage von Martin Winterkorn. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir werden mehrere Pressedatenbanken miteinander verknüpfen, sodass wir auf diese Art und Weise die wichtigsten deutschen Wirtschaftsteile in einem Rutsch abrecherchieren können. Und das ist gar nicht so schwer. Die nachfolgenden Schritte sind nur im eingeloggten Zustand innerhalb von Genios möglich, weil wir jetzt auf weitergehende Funktionen wie zum Beispiel eine Quellenzusammenstellung zurückgreifen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Das Ziel ist, wir wollen eine Presserecherche in den wichtigsten Wirtschaftsmedien durchführen. Das soll jetzt in diesem Fall, das ist jetzt ohne Wertung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit ihrem Wirtschaftsteil sein. Das soll die Süddeutsche Zeitung mit ihrem Wirtschaftsteil sein und selbstverständlich das Handelsblatt. So, und wie wir das jetzt verbinden, damit beginnen wir, um dann letztendlich die Recherche nach Martin Winterkorn und die Haftungsfrage durchzuführen. So, wir haben linker Hand die Quellenübersicht und gehen jetzt auf die entsprechende Presseselektion. Sagen Presse, sagen alle Quellen anzeigen und wählen uns jetzt die entsprechenden Medien aus. Wir fangen an mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung F, haben hier die FAZ und jetzt haben wir hier vorne ein kleines Symbol, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Disk, so eine Festplatte. Da klicken wir mal drauf und dann sehen wir hier temporäre Quellenliste und da ist jetzt die FAZ eingebunden. So, jetzt geht's weiter, jetzt nehmen wir uns das Handelsblatt vor. So, in dem Fall finden wir das Handelsblatt jetzt nicht sofort und das machen wir jetzt mal ganz einfach, indem wir das einfach suchen. So, und da haben wir dann das Handelsblatt und gehen jetzt hier auch auf das Hinzufügen-Symbol und dann erscheint das Ganze auch hier bei uns in der temporären Quellenliste. Und als letztes fehlt uns jetzt noch die Süddeutsche, jetzt sind wir ganz faul, gehen nicht über den Index und machen hier auch Süddeutsche als Suche. So geht das noch ein bisschen schneller und dann haben wir oben die Süddeutsche Zeitung. In Klammern sieht man übrigens immer die Anzahl der Beiträge, die in der Datenbank enthalten sind und fügen die auch hinzu. So, und jetzt vergeben wir das Ganze mit einer Quellenlistenbezeichnung und gehen hier auf die Diskette und nennen das jetzt einfach Projekt Winterkorn und speichern das Ganze ab. So, und jetzt können wir diese Sammlung an Datenbanken, die haben wir jetzt hier abgelegt, die können wir aufrufen. Jetzt hier drüber funktioniert das so nicht, da kann ich also klicken, wie ich will, sondern wir müssen jetzt in unsere Quellenliste. Ich schließe das Ganze mal und unter Mein Genios finden wir jetzt meine Quellen und da wählen wir jetzt entsprechend das Ganze aus und da haben wir hier das Projekt Winterkorn. Und klicken hier drauf und jetzt kommen wir in die Suchmaske und jetzt sind die ganzen Datenquellen hier kombiniert. Wir gehen auf die erweiterte Suche und jetzt widmen wir uns der Suchstrategie. Wir beginnen jetzt mit der Recherche und packen jetzt den Martin Winterkorn, so wie wir das kennen, hier in Anführungszeichen und verknüpfen das Ganze mit einer Und-Verknüpfung und dem Begriff Haftung und schicken das Ganze jetzt mal ab. Und bekommen jetzt eine bestimmte Anzahl von Treffern. So, 93 Treffer. Das Ganze können wir uns noch kurz angucken, wie das sortiert ist. Das ist nach Datum sortiert. Wir können die Standardanzeige auswählen. Dann haben wir die Ausrisstreffer. Dann sehen wir auch so ungefähr, ob bestimmte Schlagwörter überhaupt an welcher Position und in welchem Zusammenhang hier gefunden wurden. So, und jetzt können wir das Ganze mit 93 Treffern sogar noch ein bisschen erweitern. Weil wir sehen ja zum Beispiel, hier gibt es zum Beispiel Managerhaftungsfragen. Das sind also solche Begriffe, die wir jetzt noch ein bisschen einfangen wollen. Und jetzt bauen wir eine Oder-Verknüpfung auf, indem wir den Begriff Haftung mal ein bisschen anfangen zu bearbeiten. Wir nehmen einfach mal Haftung Dollar oder Haftung Sternchen für Haftungsfrage etc. für solche Bestandteile. Dann setzen wir das Oder dazwischen und machen das Gleiche nochmal als Endung für Managerhaftung. Und jetzt machen wir noch Haften, Haftet, Hafte als Bestandteil. Und das soll erstmal
reichen. Wir können jetzt von mir aus, das packen wir auch noch mit, da sitzen wir mal ganz, ganz fleißig, managerhaft, Dollar und schließen das Ganze. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt an Treffern bekommen. Das wird deutlich mehr werden. So, jetzt haben wir 206 Treffer. Also wir haben das Ganze, ich sage jetzt mal ganz locker, verdoppelt. So, und in dem Fundus können wir jetzt super arbeiten. Wir können das sortieren. Und das ist natürlich eine unheimlich effiziente Form, um eben Beiträge rauszuholen, wo es um das Thema Haftung als Vorstand geht. Das ist also allein auch von den Quellen her ist es eine ganz solide Herangehensweise. Und auf die Art und Weise können wir jetzt also hier die Artikel je nach Quelle für 4,52 Euro, 4,76 Euro oder 4,28 Euro können wir die dann aus Genios ziehen. Die Funktion, mehrere Datenbanken in einem Profil zu hinterlegen, ist eine ganz mächtige Funktion innerhalb von Genios. Sie können auf diese Art und Weise enorm viel Zeit sparen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema, nutzen Sie doch bitte den Kommentarbereich innerhalb von YouTube. Teilen Sie das Video, machen Sie andere auf diese Funktionsweisen aufmerksam. Und ich sage bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei der elektronischen Recherche. Ihr Michael Clemens von infobroker.de. Bis bald. Tschüss.